Moin Leute, die folgende Vorschau ist inhaltlich ziemlich dünne. Und selbst das Dünne ist noch mit Hoffnung angedickt. Das liegt einerseits an RBTV Home, das am 7. März startet, und andererseits an zahlreichen Mitarbeitern, die einfach dreist Urlaub abbauen oder Kinder kriegen. Also genießt die Vorschau, aber denkt dran, Work in Progress. Tschüss, euer Micha. Lol. Hallo, ich begrüße euch zum Monatsausblick für den Februar und heute gibt es ganz illustre Gäste. Einer davon, das bin natürlich ich, der andere Supergast ploppt jetzt auf dieser Wand hier auf, hinter mir. Keine geringe als... Hallo. Keine geringere als Anja. Und das Tolle an Anja ist nämlich, sie ist tatsächlich in Persona der Creative Direktorin Show and Light in dieser Sendung. Denn Johanna hat den verdienten Urlaub angetreten. Und Anja war ja witzigerweise schon mal, hatte tatsächlich diesen Job mal gehabt, nur vor ein paar Jahren. Wie ist das, zurück in deinem alten Job zu sein? Und wenn auch nur für einen Monat, Anja? Ich bin ganz froh, dass es nur für einen Monat ist. Nicht, weil es so schrecklich ist, sondern weil es doch echt ist viel Verantwortung, aber es macht Spaß. Also irgendwie ist es auch witzig. Ich glaube, ich bringe auch ein paar Leute so ein bisschen durcheinander, aber nee, ich habe Spaß. Und hoffe, dass wir alles so gut vorbereitet haben, dass Johanna dann da sehr gut ankommen kann und das dann fortführen kann, ja. Top, ja, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Du hast ja zum Beispiel auch den Geburtstag mit verantwortet. Super gute Nummer, reden wir später noch drüber. Denn wir starten natürlich traditionsgemäß in diesem Format mit dem Schnellüberblick und der kommt jetzt. Schnallt euch an. Wir starten am 1. Februar mit dem Tekken 8 Turnier. Vielleicht habt ihr es gesehen, die sehr wachsamen Menschen haben gesehen, es war eigentlich schon mal eine Woche früher geplant, aber das haben wir irgendwie verkackt. Gründe sind jetzt zu lang für diese Sendung. Also, am 1. Februar dann die trainierten Tekken 8 Leute treten gegeneinander an. Am 2. Februar alles mögliche Fights, da streiten sich Menschen über alles mögliche. Ich schau mal gerade, wer da zum Beispiel sich streitet. Zum Beispiel Florentin, zum Beispiel Katjana und zum Beispiel Nils, das sind doch mal Leute, die sich sehr gut streiten können, bekanntlich. Es ist verbunden mit Frustration. Wir springen in die nächste Woche. Die Live-Abende sehen wie folgt aus. Am 8. Februar Let's Play Foam Stars. Das ist ein Vorschlag von Fabian Käufer, der gesagt hat, richtig geiles Spiel, lass da mal so ein Party-Zockabend zu machen. Ich vertraue dem Mann, der macht den Job schon lange. Warum auch nicht? Wenn nicht, ist er seinen Job los. Insofern, das wird schon witzig. Und am Freitag erwartet uns voraussichtlich die Mario-Olympiade. Das hat sich der gute Anton ausgedacht. Und dann springen wir auch schon wieder in die nächste Live-Woche, 15. Februar. Da erwartet uns eine Löffelmesser-Gäbel-Folge, auf die ich mich sehr freue, obwohl ich nicht Teil davon bin, aber ich glaube, ich hatte da eine gewisse Expertise vorzuweisen. Bier, Bier, Bier ist die Überschrift. Und ein anderer Mensch, ebenfalls mit Bier-Expertise, wird da mit anwesend sein, nämlich der gute Uke. Da kommen wir auch gleich noch zu. Doch einer. Noch einer? Heiko. Oh. Das sind drei Männer. Ach ja, Heiko. Bier. Heiko ist übrigens einer unserer Geschäftsführer, falls ihr es nicht wusstet. Der braut auch Bier. Ja, so ist das. Dann am Freitag erwartet uns Werwolf. Das kommt mal wieder zurück. Und ja, die Besetzung kommen wir gleich zu. Wir ahnten nicht, dass dies der Sommer des Todes werden würde. Und am 29. Februar, dann der letzte Live-Abend in diesem Monat, erwartet uns das Final Fantasy Rebirth Launch Event. In Kooperation mit Square Enix haben wir ein mehrmoduliges Live-Programm für euch vorbereitet, mit Talks, mit Challenges, mit anderem Gelöt, rund um das neue Final Fantasy. You coming? Way ahead of you. Und das wird ganz toll und ganz hübsch und der gute Gregor führt durch den Abend. So, jetzt noch die VOD-Highlights. Die habe ich mal auf einem anderen Zettelchen aufgeschrieben. Momenten. So. Also, es gibt zum Beispiel, also VOD-Highlights heißt nicht live, wer es noch nicht, wer nicht unsere Sprache spricht, Löffelmesser Gäbel, der Super Bowl, die Super Bowl-Banger. Sind das Produkte vom Super Bowl oder was ist das? Ja, das sind alles Produkte, die thematisch zum Super Bowl-Abend, zu der Nacht passen. Also vor allem American Junk Food. American Junk Food, okay. Hot Dogs und Burger und Pizza und Nachos und Wings. Verstehe. Oder so. Wir müssen es noch genau recherchieren, aber sowas in der Richtung. Okay, genau. Das ist aber auch, glaube ich, irgendwie, kommen wir gleich noch zu, genauer, was das heißt. Dann kommen die Simulatoren-Boys zurück mit dem Bug-Simulator. Wer hätte es gedacht, dass Krogi mal seinen eigenen Ex-Beruf testen kann, zusammen mit Walle. Wie gut schneidet dieses Programm ab? Wie gut simuliert es den Bäcker-Alltag überhaupt noch?
Ich bin sehr gespannt. Und dann gibt es natürlich auch eine neue Folge von Endstation Internet am 28.02. Das Internet. Ein massiver Datenkoloss, an dem täglich über 2 Milliarden User saugen. Genau, aber wir fangen jetzt wieder chronologisch an. So machen wir das hier der Ordnung halber. Was hast du? Nee, das erste Ding ist halt dann quasi von mir. Tekken 8 Turnier. Ja, was ist das? Der Name sagt es eigentlich schon. Ein Turnier zu Tekken 8. Das Ding ist ja, wie soll ich da ausschweifen? Ich gehe mal rein, wer sich da jetzt mal traut anzutreten. Da sind zum Beispiel Matthias dabei. Jasper ist dabei. Gregor ist dabei. Ede ist dabei. Vitus ist dabei. Vincent Fallow ist dabei. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist ein Kumpel von Viet, von seinen Streamer-Kumpels. Jedenfalls sind da Leute, die schon sagen, ja, ich kann Tekken spielen. Und auch wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt erst eine Woche draußen ist, sagen sie das trotzdem. Und ich selber bin auch gespannt drauf, weil es ja ein fettes Grafik-Upgrade gab zum siebten Teil, auch wenn ich eher der Street Fighter-Mensch bin. Anja, ist das ein bisschen dein Genre? Kannst du damit was anfangen mit Prügelspielen, so vielleicht auf einer Party oder so, oder gar nicht? Also ich habe Street Fighter 2 oder Turbo, wie auch immer, genau so hieß es, glaube ich, damals auf dem Super Nintendo, richtig, richtig gut gespielt, also in den 90ern. Tekken fand ich grafisch eigentlich immer sogar fast ein bisschen schöner. Also ich kann damit total was anfangen. Ich mag auch Mortal Kombat. Und oh, cool. Alles klar. Ja, beim nächsten Mal bist du dabei. Und ja, wir sind gespannt, was dann da passiert. Das Geilste an diesem Abend, vielleicht kann ich es auch schon spoilern, sind eigentlich die Versus-Screens, die Vitus dafür bastelt. Das heißt, wie bei so einem Prügelspiel haben wir vorher die Leute so Finish-Moves for Green machen lassen. Und immer wenn die dann antreten in Duellen, dann kommt so pff, und dann machen die so den hier, weißt du, diesen Wartescreen so. Mhm. Und ich glaube, das wird ganz lustig. Am Freitag, dem 2. Februar, ist dann mal wieder alles Mögliche falls angesagt. Ja, gibt es dafür irgendwelche Themen? Ah, nee, darfst du gar nicht spoilern, ne? Was kannst du da? Nee, das darf ich nicht. Aber für all die Leute, die Sendung nicht kennen, da geht es ja eigentlich darum, sich auch nieder zu argumentieren, wie man es auch aus den anderen Fights-Formaten kennt. Aber da eher um so alltägliche Dinge oder lebenswichtige Dinge oder. Was ist, wir hatten das ja früher mal mit zum Beispiel, was ist der beste Schokoriegel oder sowas. Und genau diese Kategorien werden da bestimmt. Und da haben wir natürlich ein Spitzenteam. Also gerade Katjana und Florentin und Nils sind da halt für diese Sendung sehr, sehr, sehr gut geeignet. Ich freue mich total, dass wir Katjana da haben können. Und mehr kann ich da auch nicht verraten. Ich sage nur, es ist richtig geil. Also es ist auch ein bisschen kürzer als die anderen Fights-Formate und es ist natürlich auch ein bisschen nicht ganz so bierernst, aber es geht schon darum, wer am besten die besten Argumente für sein Thema mitgebracht hat. Ja, ich gucke das auch immer sehr gerne und vor allen Dingen freut es mich, dass Katjana jetzt bei der Heute-Show auch irgendwie Fuß gefasst hat und ich sie da öfter sehe. Voll gut, ey. Dann kommen wir auch schon zum 15. Februar. Ja, Löffel, Messer, Gebel, Bier, Bier, Bier. Kannst du da was zum Inhalt verraten, Anja? Ist da, wie ist das? Ja, also genau, ihr habt ja gemerkt, wir haben jetzt mal ein bisschen umgestellt. Das heißt, die Woche davor, die du gerade angeteased hast, die ist halt eher so Gaming-thematisch am Donnerstagabend und am Freitagabend, während wir dann einfach die Woche drauf mal den Donnerstag und den Freitag weniger zocken. Und dafür bei zum Beispiel LMG Live, was ja auch, obwohl das hatten wir auch jetzt vor kurzem erst im Januar, aber da sitzen Colin, Uke Bosse und Heiko Jojolin, wie ich ihn gerne nenne, weil Gogolin, einer unserer Geschäftsführer, du hast es schon erwähnt, die sind halt, also vor allem Uke und Heiko sind absolute Bierspezialisten, sagen sie zumindest von sich selbst. Sie haben schon in ihrem Leben sehr viel Bier getrunken. Ich glaube, sie haben es auch schon dokumentiert, kennen sich da sehr gut aus. Aber trotzdem hier schon der Hinweis, don't drink and drive und überhaupt drink responsible. Aber das geht jetzt nicht darum zu sagen, wie geil ist der ganze Alkohol, sondern man muss ja eben auch gucken, was schmeckt besonders gut und wie ist das irgendwie gebraut und was nicht alles. Ich habe davon keine Ahnung, aber da haben wir Spezialisten. Wir werden im Vorfeld mal gucken, was wir so zusammenstellen, also wie viele Sorten die überhaupt schaffen. Und da gibt es ja auch so wahnsinnig viele, also es ist ja nicht nur ein Pilz oder so, was wir da gibt es ja auch eben auch Helles und was nicht alles. Werden wir eine schöne bunte Palette zusammenstellen an Biere, Sorten, die man schon kennt vielleicht, aber auch die man noch nicht so kennt. Ich muss mich da mit den Experten nochmal beraten, was genau sie sich da vielleicht vorstellen. Aber ja, am Ende sitzen die drei da und trinken Bier. Werwolf, das Wolfsrudel kommt wieder zusammen. Was kannst du dazu sagen? Ja, da haben wir natürlich, also Werwolf ist ja immer ein Highlight und da kann ich noch nicht so viel sagen, außer dass es
wie man es kennt. Eben Uke wird auch da, eben das nutzen wir aus, dass Uke da ist. Nein, Uke ist ja der Spielleiter, das heißt, um das Lagerfeuer herum in unserem Studio sitzen bekannte Gesichter aus unseren Reihen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Rocket Beans TV. Vielleicht können wir da auch noch jemanden dazuladen, der jetzt nicht bei uns fest angestellt ist. Das wird garantiert passieren. Und dann geht es darum, eben den Werwolf oder die Werwölfe zu erkennen. Und ich glaube, dass wir auch da wieder ein bisschen mehr ins Mittelalter vom Setting herkommen. Aber das ist nur mein letzter Stand aus der Redaktion, den wir da kurz besprochen haben. Aber die Regeln sind bekannt. Ja, denk mal, es wird cool. Wie immer. Und spaßig. Nice. Ich habe aber übrigens auch gesehen, dass Uke auch für die Let's Plays eingeplant ist. Wer es noch nicht mitbekommen hat, für alle unsere Live-Abende haben wir immer eine Let's Play-Rampe in der Regel. Und jetzt steht hier zum Beispiel in meinem Plan irgendwas mit Uke. Also freut euch drauf. Anton überlegt sich, was Uke vielleicht gerne zockt. Ich weiß nicht, ob Uke das schon weiß, aber... Ja, das macht er schon. Das macht er schon so. Genau, dann springen wir in die Woche zum 22. Da habe ich schon gesagt, da gibt es noch kein festes Thema. Wir denken noch drauf rum. Vielleicht gibt es auch ein Jugendzimmer. So, und dann haben wir auch schon das letzte Event. Dazu habe ich schon was gesagt. Final Fantasy Rebirth Launch Event. Ich kann jetzt nicht im Detail oder ich will es auch gar nicht spoilern, was da jetzt in den einzelnen Segmenten passiert. Ich kann euch aber sagen, dass es ein dreigeteilter Abend sein wird. Es wird einen Talk geben, es wird Gäste geben, es wird eine kleine Challenge geben mit, ich glaube, mit einem Timer und so. Wer legt schnell, wie schnell welchen Boss und so. Also alles rund um Final Fantasy. Und wir feiern dieses Spiel ab, was hoffentlich richtig geil wird. Und ja, da freue ich mich drauf. Vielleicht ein bisschen analog zu dem God of War-Abend, den wir auch schon mal hatten. Oder auch dem Resi-Abend, den wir schon mal hatten. Also beliebtes Ding bei uns. Genau, kommen wir noch kurz zu den VODs, die ich vorhin genannt hatte. Das waren ja der Löffelmesser-Gäbel Super Bowl-Banger. Ja, musst du da irgendwie noch mehr zu sagen? Also, naja, man kennt es ja immer, wenn, also aus jedem großen Event wird ja irgendwie auch in Discountern, Supermärkten und so weiter oder in der Welt irgendwie Geld gemacht oder Produkte extra hergestellt oder auf den Markt gebracht. Und es ist wirklich ein Phänomen, das auch gerade zum Super Bowl es auch in wahnsinnig viele Produkte gibt. Also ich habe jetzt schon gesehen, was es an Fertig-Hotdogs und Milchshakes, Eiscreme, Nacho-Zeug, Doppel-Wopper, irgendwas. Also wahnsinnig viel Zeug gibt es, was extra dafür anscheinend gelabelt und gebrandet wurde. Und das testet der Colin. Also was gibt es genau in diesem Zeitrahmen oder Raum in den Supermärkten? Er guckt für euch, lohnt sich da dieser komische Aufback-Hotdog oder nicht? Da stelle ich jetzt aber noch die finale Produktliste noch zusammen, weil die Prospekte sind noch nicht alle raus. Und das zeigen wir euch dann, das könnt ihr sehen, ab dem 10. Februar, glaube ich. Ey, wenn dann EM ist, müsste Colin eigentlich auch mal so ein Löffelmesser-Gäbel-Stadion-Fraß machen, oder? Ich meine, wie viel gibt es da? Ist sofort notiert. Ja, ist boykottiert? Ja. Okay. Ist sofort notiert. Ach, notiert. Super Idee, okay, meine ich damit. Notiert. Hier. Klar macht er das. Sehr gut. Genau, dann haben wir die Simulatoren-Boys, Sack-Simulator, genau. Bug-Simulator natürlich mit Krogi und Walle. Ihr kennt sie, die haben da eine lustige Verkleidung an. In diesem Fall, wie gesagt, ganz interessant, denn Krogi kommt aus einer alterwürdigen Bäckerfamilie. Habt ihr vielleicht auch schon in einigen Moin Moins und Co. mitbekommen. Und ja, da spielen sie einen Bug-Simulator. Meistens sind die richtig crap, so diese Spiele. Das ist natürlich auch gerade der Witz bei der Sache. Ich stelle es mir auch super langweilig vor. Ich habe witzigerweise auch mal bei einem Bäcker gearbeitet und die haben eigentlich alles angeliefert bekommen. Die haben nur noch so getan, als hätten sie gebacken. Ich war dann da drin und meinte, jawohl, dann fangen wir jetzt mal an hier mit dem Teig und so. Und dann kam einfach so ein Lastwagen und so ein paar Tabletts und dann waren da die Brötchen so. Und das ist alles zentral im imperialen Backautomaten entstanden. Das ist ja dann Systemgastronomie, das ist ja keine Bäckerei mehr. Ja, aber der war vorne, war dann noch so ganz classic, so mit Oma und ja, hi Helga, schön, dass ihr da. Und für die war das noch so der gute alte Bäcker, der alles mit den eigenen Händen gemacht hat. Aber hat eigentlich die meiste Zeit nur da gestanden und geraucht, so. Und neben die Brötchen geascht, so. Naja, Rohlinge übrigens im Fachjargon. Klingt wie eine Geschichte aus den 90ern. Ja. Ja, so ganz lang ist es nicht her. Okay, genau. Und dann kommt noch Endstation Internet. Da hatte ich hier schon mal was zu gesagt. Das ist auch schnell erklärt. Im Grunde wollte ich mal wieder so was Sketchiges machen und hatte dann aber nicht die Zeit dafür und auch nicht die Ressourcen, weil ich ja jetzt hier so voll andere Sachen mache und so. Und habe dann einfach immer, wenn ich Zeit hatte, zu Hause ein bisschen was mit der Webcam gedreht und habe das dann verschnitten zu so einem Internet-Satire-
Format, was 4 Folgen haben wird. Und das ist dann am 28.02. auch schon die 2. Folge, weil das ungefähr monatlich rauskommt und dann kommen noch 2. Und dann ist das Ding auch durch. Und dann mal gucken. Ich durfte ja schon alle 4 Folgen sehen. Nee, die 4. kennst du noch nicht, glaube ich. Ach nee, die 4. Aber gut, ja, stimmt. Aber ich kann es nur sehr empfehlen an der Stelle. Ist sehr lustig. Dankeschön. Das müsst ihr alle angucken. Top. Was waren denn im Januar unsere Highlights, liebe Anja, für dich? Also für mich, ich habe an 2 Produktionen teilgenommen. Zum einen an dem Löffelmesser-Gäbel-Live-Abend. Das war schon doll. Aber das Highlight war natürlich der Geburtstag. Auch da nochmal danke, auch an euch, dass ich da mitmachen durfte und mit dem Team eine ziemlich geile Show produziert habe und ihr da auch ziemlich viel Spaß hattet. War zumindest mein Eindruck. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe nochmal die Kommentare durchgelesen. Danke an die vielen tollen Kommentare. Auch die konstruktive Kritik, die aber tatsächlich gar nicht so viel war. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ich war vorher so ein bisschen ängstlich, dass es vielleicht nicht so gut funktioniert oder ankommt. Keine Ahnung warum. Aber es kam offensichtlich gut an. Wie war es denn für dich? Du warst ja vor der Kamera beim Geburtstag. Ich fand das sehr cool. Also für mich machen diese, es ist ein bisschen wie bei der Gamescom, dass man immer diese Hub-Ebene hat, wo man so ein bisschen, auf der Gamescom haben wir auch immer so eine Backstage-Bühne sozusagen, wo wir so ein bisschen rumschnacken und labern und dann geht's wieder ins Programm rein. So. Und ich mag diese Setwechsel und dieses schnelle Hin und Her und diese Kleinteiligkeit finde ich auch geil. Also dass Sachen auch einfach mal nur eine Viertelstunde lang sind, ist ja nicht unbedingt in unserer DNA mit Almost Daily Kino Plus und Co. Aber das können wir halt auch und das macht voll Bock, weil wir so viele bunte Formate haben und im Grunde war der Geburtstag, wir feiern, dass wir viele coole Formate haben. Mehr sage ich nicht. Ich wollte noch zum Geburtstag sagen, es war schon auch, vielleicht interessiert es ja die einen oder anderen, wir haben ja auch erst gedacht, ja klar, da machen wir halt da irgendwie 9 Shows, die kürzen wir auf eine Viertelstunde runter und das wird geil. Aber trotzdem bedeutet natürlich, auch wenn die nur eine Viertelstunde lang sind, 9 Shows in einer Sendung, ist es ja trotzdem jedes Mal die Show. Also wir haben da wirklich alles sozusagen so vorbereitet mit dem Intro und dem Bauchbinden und so weiter und alles, was so dazugehört. Und das war dann doch ein bisschen mehr Aufwand, aber es war schon auch cool, weil es so gut funktioniert hat. Und ich habe auch festgestellt, dass du, wir hatten zwar schon kurz geredet, aber du hast natürlich besonders gut performt beim Tortenessen zum einen auch und aber auch als Scheiße, ich habe keine Ahnung, ich werde hier reingeschmissen und muss ein Referat halten. Also das finde ich sehr nett von dir, dass du das so formulierst. Für mich war das ein Trauma, ein absolutes Trauma, dieses Referat zu halten. Ich fand es so grauselig. Also das Löffelmesser geht, hat mir Spaß gemacht, da kann ich den Job gerne übernehmen, aber dieses Referat, Alter, das war die Hölle. Also ich müsste euch vorstellen, im Kopf denkst du, okay, ich weiß nicht, was da gleich steht auf der Folie, also denke ich mir irgendeinen Gag aus, irgendwas mit Bienen und so. Dann kommt die nächste Folie und da steht einfach nicht drauf, was du dir wünschst. So, und dann musst du wieder umschwenken. Und Nils mit seinem komischen Wortwitzgehirn, der macht das dann einfach und springt um und zappt um. Und bei mir ist einfach nur, da geht eine Schranke runter. Und dann war ich echt, wie in der Uni es halt auch teilweise war, einfach nur froh, dass es vorbei war, muss ich sagen. Das war echt hart so. Ja. Okay. Ich fand's gut. Dann war's das eigentlich. Ich glaube, an dieser Stelle. Und wir können den Laden dicht machen. Und genau, wie es mit diesem Format weitergeht übrigens, das müssen wir auch mal schauen. Denn vielleicht hat das in Zukunft auch eine andere Form. Aber dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Aber vielleicht sieht das dann für den März auch schon anders aus. Schauen wir mal. Und so dieser diffuse Spoiler. Anja, willst du was sagen? Ich würde trotzdem noch gerne jetzt, ich muss das ausnutzen, weißt du, ich darf hier mal sitzen, da muss ich meine Macht. Also Bundesliga-Kanal, Kino-Plus-Kanal müsst ihr natürlich auch unbedingt abonnieren. Da kommt ja jetzt viel mehr Content als gerade im Bundesliga, als ihr es vorher gewohnt wart für alle Fußballfans. Und deswegen, das müsst ihr auf jeden Fall gucken. Da kommen natürlich auch neue Videos und Kino-Plus und Almost Daily haben wir natürlich auch noch. Das wollte ich nochmal hier meine Highlights. Ja, das muss man eher dazu sagen. Ne? Wir haben natürlich neben den Sachen, die wir hier nennen, noch viel mehr Programm, eigentlich fast das Dreifache, ist voll crazy. Zieht euch alles rein, guckt alles. Das sind ja nur unsere subjektiven Highlights, nicht eure. Insofern einen schönen Monat Februar wünschen euch Anja und Michael. Klingt wie ein Schlagerpaar. Ciao. Tschüss.